Harris, wir sind in Position. Wohin gehen wir? Dein Zielort liegt tief im Inneren der Festung, Hüter. Im Apothekertrakt. Dort solltest du einen besonderen Kristallsplitter finden. Vor ihrer strahlenden Verwandlung befand sich Savathun in der Obhut der Erwachten. Sicher eingesperrt in einer kristallinen Zelle. Zumindest schien es so. Also ist dieser Kristall ein Stück ihres ehemaligen Gefängnisses. Was bedeutet, dass sie ihn wahrscheinlich bei sich hatte, als sie das Licht gestohlen hat? Ja. Meine Quelle glaubt, dass die Ereignisse, die zu ihrer Flucht geführt haben, untrennbar mit dem Geheimnis verbunden sind, vor dem wir jetzt stehen. Dieser Kristall könnte sehr gut der Hinweis sein, nach dem wir suchen. Das muss der Apothekertrakt sein. Da, am anderen Ende. Ja. Savathuns Hallen sind genauso verschlungen und trügerisch wie ihr Geist. Um voranzukommen, müsst ihr die eher abwegigen Pfade suchen. Der Hüter ist jetzt auf dem Weg zum fraglichen Objekt, Commander. Gut. Bist du sicher, dass wir so die Antworten bekommen, die wir brauchen? Wir können uns keine weitere Sackgasse leisten. Die Königin des Riffs gibt Informationen nicht so leichtfertig weiter. Mara Sov hat dir den Tipp gegeben. Das hattest du bisher nicht erwähnt. Doch. Gegenüber Ikora. Kurz bevor du uns unterbrochen hast. Sie stimmte zu, dass es in dieser Angelegenheit keine zuverlässigere Quelle gibt als Savathuns einstige Bezwingerin. Ich vertraue Mara, aber sie lässt sich zu selten in die Karten schauen. Hätte sie uns das früher mitgeteilt, wären wir jetzt nicht so verzweifelt. Um gegen die Schargöttin der Lügen und Tricks zu gewinnen, ist es am besten, die Karten nicht zu früh auf den Tisch zu legen. Thank you.
Ich wette, dieses Scharschwert wird genauso nützlich sein wie das letzte. Jetzt müssen wir nur noch einen Schloss finden, das wir aufbrechen können. Königin mag ihr Reich in einen strahlenden Glanz gehüllt haben, aber darunter lauern immer noch Überreste einer dunklen Architektur. Und die neue Fähigkeit des Hüters enthüllt diese verborgenen Überreste. Ja, Ikora hat es mir erklärt. Warum können wir nicht einfach das Licht dafür nutzen? Das Licht mag eine mächtige Kraft sein, aber wenn es um Illusionen geht, hat es sich als unzureichend erwiesen. Es ist der Verstand, der sich beugen muss, um die hier verborgenen Wahrheiten zu erkennen. Darum kann nur die Dunkelheit den Weg weisen. Meine einzige Furcht ist, wohin uns dieser Weg am Ende führen wird. Also gut, Hüter. Konzentrieren wir uns. Um den Weg zu finden, brauchen wir ein Schwert und etwas, das wir damit zerbrechen können. Thank you.
Du konntest deine Gabe, die dir von der Schwarzen Flotte verliehen wurde, gut weiterentwickeln, Hüter. Verstehst du jetzt, Commander, warum Ikora diese Entscheidung getroffen hat? Trotz all ihrer Zweifel wusste sie, dass nur die Dunkelheit, kanalisiert durch einen starken Willen, uns so weit bringen konnte. Ich verstehe. Mir geht es nicht um die Entscheidung, die Ikora getroffen hat, sondern um die Tatsache, dass sie allein getroffen hat. Wir wissen, wie Savathun vorgeht. Sie trennt Leute ganz bewusst voneinander. Es gibt keinen Grund, ihr die Arbeit zu erleichtern. Und, Eris, ich glaube, du weißt am allerbesten, dass die Dunkelheit kein Weg ist, den man allein beschreiten sollte. Sie war nicht allein. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Das ist eindeutig der Apothekertrakt. Irgendwie fühlt es sich hier drinnen noch gruseliger an. Natürlich. Ihr betretet unbefugt das Testgelände für die schlimmsten Experimente der strahlenden Schar. Savatun hat wahrscheinlich eine ihrer Hexen aus dem Hohen Rat damit beauftragt, diesen Ort zu bewachen. Findet sie. Der Kristall wird sicher in der Nähe sein. Jetzt gibt es keine Anzeichen für einen Kristall. Nur reihenweise Gläser gefüllt mit... Ist das Licht? Aber es ist irgendwie verunreinigt.
Savatun hat ihre Hexen immer dazu ermutigt, die Grenzen der Scharmagie zu erweitern. Das scheint sich mit dem Licht nicht geändert zu haben. Vielleicht ein Beweis dafür, dass Korruption weit weniger mit Macht zu tun hat, als mit der Person, die sie kanalisiert. Oder die Macht hat dauerhafte Nebenwirkungen. Die Dunkelheit verwandelte Savatun und ihre Artgenossen von Beute in Raubtiere. Nicht die Dunkelheit selbst, sondern ein Wesen dahinter hat die Schar korrumpiert und von einem ewigen Blutzehnt abhängig gemacht. Ihr Schicksal ist nicht unabwendbar. Sicher können manche mit der Dunkelheit diszipliniert umgehen. Aber diejenigen, die das nicht können, sie sind nicht die einzigen, die den Preis dafür zahlen müssen.
ist ein in sich verkehrtes Reich. Erforscht alle Richtungen, vor allem die, die ihr am wenigsten vermutet. Sieht aus, als würden wir etwas stören. Aber wo ist die Hexe, die das alles beaufsichtigt? Wir wissen jetzt, wer hier die Verantwortung trägt. Gut, dann sorgt dafür, dass man euch den Fundort des Kristalls verrät. Hinterher. Sie schließen die Reihen um den Kristall. Thank you.
der Kristallhüter. Zeit, das zu Ende zu bringen.